Fleisch gestern angelogen? Nee, warum? Na, überlegen Sie mal ganz gut. Das müssen Sie mir erklären. In welchem Verhältnis standen Sie zum Toten? Ich hab ihn nicht. Ich hab, wie ich Ihnen gesagt habe, ich hab ihn nicht persönlich gekannt. Ja, das glaube ich Ihnen aber nicht. Ne? Zufällig. Kennen Sie das? Hm. Ja, woher denn? Ich weiß, wem das gehört hat. Na, und was heißt das jetzt, Anna? Na, ich verlasse ihn in der nächsten Woche. In der nächsten Woche, ja, klar. Ja, also wieso haben Sie mehrmals mit dem täglich telefoniert, wenn Sie ihn nicht kannten? Nee, ich kann sie nicht einfach so verlassen. Weißt du, wenn du das wirklich wollen würdest, hättest du schon längst gemacht. Weißt du, wie mich das ankotzt? Ich will doch nur dich. Also, wir sind mal eine Zeit lang zusammen gewesen. Obwohl er eine Freundin hatte. Und ja, wir haben uns aber auch getrennt. Ist diese Freundin vielleicht Sandra Schmidt? Ja. Könnte es durchaus sein, dass sie Rache nehmen wollten, oder? Nee, nie, auf keinen Fall. War mir total egal am Ende. Sicher, ich klopf's dir sofort. Klar. Na komm, weißt du, bitte bleib da, weißt du, ich bin morgen weg und dann kannst du es sowieso vergessen, weißt du? Na komm, bitte. Ey, du kotzt mich so an, weißt du? Verpiss dich einfach, okay? Komm. Lass mich in Ruhe, ich geh nach Hause. Kennen Sie diesen Mann? Ja, das ist mein Chef. Wie heißt er denn? Das ist der Klaus Held. Wie, Klaus Held? Klaus Held. Er ist Ihr Chef in diesem Bistro. Ja. Wo war er denn an diesem Tag, wo Markus von umgebracht worden ist? Keine Ahnung. Der hat mir erstmal wieder 1000 Aufgaben gegeben, die ich machen musste. Und da war ich so beschäftigt, habe ich gar nicht mitgekriegt, ob der gegangen ist. Aber er war an diesem Tag da. Er war da, ja. Und dann ist er aber weg gewesen. Wir sind jetzt hier auf dem Polizeipräsidium und es geht um die Story, beziehungsweise um den Fall Markus Farn, der in dem Bistro umgekommen ist. Und da wollen wir doch jetzt einfach mal reingehen. Schauen wir mal. Gucken wir mal, wir hatten eine Genehmigung. Schönen guten Tag. So, wir sind jetzt hallo, hier wegen der Genehmigung. Wir haben heute den Termin hier gebucht. Wir haben jetzt keinen Termin miteinander. Könnt ihr mal bitte mal kurz mal hier schauen, gehen mal her, was hallo. Da ist der Fall, ne? Wir haben einen Wahnsinnsfahren, es geht darum. Wir sind gerade in einer Verlegung. Schauen Sie mal bitte hier, das sind die hallo. Beiden Kommissare ja, wieder, die ja, es tut mir leid. Wie gesagt, wir haben heute raus. Wir sind das kleine bisschen storisch. Ruhig die Kamera auf die zwei hier drauf. Ja, egal. Hallo, das kann nicht wahr sein. Hallo. Hallo, wir haben einen Termin. Ja, aber jetzt noch nicht. Doch, jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob Ihre Uhr funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Das vor den Leuten jetzt noch nicht. Okay. Sehen wir, wie schön. Sie raus. Gehen Sie raus. Das kann doch nicht wahr sein. Gehen Sie. Jetzt geht. Es reicht jetzt. Sie gehen jetzt raus. Sofort. Tschüss. Raus.